Herzlich willkommen bei GL Romo News zum nächsten Beitrag und wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema. Es geht wieder um Sicherheit, diesmal um Fahrsicherheit und neben mir steht der Herr Lipinski. Herr Lipinski, schön, dass das geklappt hat und ich würde vorschlagen, Sie stellen sich gerade kurz selbst vor. Ja, gerne. Also mein Name ist Jörg Lipinski, bin Inhaber der Firma Zellnet, sitzen in Viersen und unser Hauptgeschäft sind Fahrsicherheitssysteme, Fahrerassistenzsysteme und die zu vertreiben und bundesweit oder mittlerweile auch europaweit zu montieren. Das heißt, Sie werden gleich hier bei mir im Wohnmobil den Mobileye installieren. Das ist ein Fahrsicherheitsassistent, wie Sie gerade schon angedeutet haben. Können Sie kurz zusammenfassen, was sind denn eigentlich die wesentlichen Eigenschaften von dem System? Was macht das? Was kann das? Also Mobileye hat da wirklich nur ein Produkt als Fahrerassistenzsystem, was mit einer Ein-Kamera-Lösung funktioniert und es integriert verschiedene Funktionen. Also es integriert die Funktion Spurassistent, also gibt an, ob ich noch in der Mitte von der Spur bin und warnt mich, wenn ich über die Begrenzungslinien komme. Es hat eine vorausschauende Warnung, das heißt also, es misst zum einen den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug oder Fahrzeugen. Und warnt mich dann dementsprechend, wenn ich halt den Sicherheitsabstand unterschritten habe. Mhm. Und warnt mich auch bei jetzt kritischen Situationen, Stauende oder wenn jemand scharf vor mir abbremst und so. Das ist ein wesentlicher Unterschied, was Mobileye leistet im Vergleich zu vielen anderen Systemen, die dann nur den Abstand nach vorne angeben. Das reicht oft nicht, sondern ich muss wirklich gewarnt werden, wenn sich dramatisch da vorne was passiert. Ein Fußgänger reinlaufen, Auto scharf bremst oder dergleichen. Das sind die Situationen, wo es sonst häufig knallt oder gerade hier Wohnmobile, das ist halt entscheidend oft. Man ist ja häufig auf der rechten Spur und schwimmt mit den LKWs mit dabei. Links fahren die Autos an einem vorbei und man erkennt oft rechts gar nicht, dass die Autos schon stehen, ich am Stauende angekommen bin. Und das Mobileye halt fantastisch und warnt den Fahrer. Und das geht absolut zuverlässig. Ja, halt, das hört sich natürlich super interessant an. Vielleicht mal zwischendurch die Frage, das ist ja ein System, was ja über eine Kamera gesteuert läuft. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber im Wesentlichen ist es ja so, dass dann optische als auch akustische Warnsignale dann eben erzeugt werden. Also der greift jetzt nicht in das Fahrzeugsystem ein, also kein Bremsassistenz oder sowas, ne? Das sicherlich nicht. Aber diese akustischen und optischen Warnsignale, die sind das Entscheidende, ne? Ja. Genau so. Ne? Geht also auch nicht sowas nachzurüsten, einfach universale Lösungen dabei. Aber wie Sie es beschreiben, also man wird schon deutlich akustisch gewarnt und dann visuell halt gewarnt. Wir verbauen auch Vibrationsmodule noch am Lenkrad, um dann eine nötige Warnung noch und eine dezente Warnung zu bekommen. Ja, genau so funktioniert es. Also es kann jetzt nicht in die Bremse eingegriffen werden oder dergleichen halt. Ne? Aber in der Praxis wird man feststellen, das ist gar nicht immer so toll und gewünscht auch. Ja, ne? Also man hängt oft dann bei den werkseitig verbauten Systemen in der Bremse schon und weiß gar nicht, wie einem geschieht und was dann die Situation beurteilt. Also, und hier ist es halt so, dass man noch immer diese halbe Sekunde Zeit hat, um dann wirklich zu entscheiden und zu bremsen. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Also es ist halt wirklich ein unterstützendes System, was einen hoffentlich rechtzeitig warnt. Ne? Die eigene Verantwortung fürs Fahren nimmt er natürlich nicht ab. Ne? Ich habe gelesen, dieses System Mobileye, auch von der, ich glaube, es ist eine israelische Firma, die das ursprünglich hergestellt hat, die scheint ja relativ begehrt zu sein. Ich habe irgendwie gelesen, dass sie vor kurzem von Intel für einige Milliarden verkauft worden ist. Also das scheint das ja ein hochaktuelles System zu sein. Ne? Ja, also letztlich, also ist es tatsächlich eine israelische Firma, ist ein Professor, der da so einen Algorithmus entwickelt hat, auch über viele Jahre. Und der funktioniert wirklich so ausgezeichnet gut mit dieser Ein-Kamera-Lösung, dass also die Sachen einwandfrei und deutlich erkannt werden dabei. Und das ist so ein Erfolgskonzept. Und jetzt gerade bei der Entwicklung des autonomen Fahrens sind die ganz groß ins Geschäft jetzt gekommen durch diese einfache Lösung und sind tatsächlich vom Mitbewerber Intel für 15 Milliarden verkauft worden. Unfassbar, oder?
Also eine wirklich sehr kleine Firma, mehr so ein Start-up aus Israel, hat auf einmal da einen richtig schweren Milliarden-Börsenwert erreicht. Also schon, steckt schon was hinter. Und das bauen wir auch heute ein. Also letztlich genau das ist, was die verkauft haben oder Intel gekauft hat, findet sich also auch hier drin wieder. Es geht also nur um die Technologie, um den Chip und der scheint dann das Geld, so hoffe ich, wert zu sein dabei. Ja. Ne? Also das, was ich gelesen habe, auf jeden Fall. Das hört sich super interessant an. Das heißt, das besteht im Wesentlichen aus einem Kameramodul mit der Intelligenz dazwischen, also mit dem Chip und mit optional mit so einem Reparationsmodul. Genau. Ne? Können wir auch eben, wenn Sie möchten, vorstellen dabei. Ja, klar, gerne. Also von Komponenten her ist es wirklich überschaubar. Ne, Sie haben einmal ein Kameramodul, das wird an der Windschutzscheibe montiert. Ja. Das kann oben oder unten montiert werden, also je nachdem, wo es sich gut positionieren lässt, ne, dass der Scheibenwischer da außen vor ist oder nicht, abgewischte Flächen halt da nicht im Wege sind. Also das ist letztlich alles. Ne, ein Kameramodul ist also ist Metall, es ist hochwertig dabei, also es ist kein Spielzeug oder so, sondern wirklich immer eine sehr professionelle Lösung auch und halt auch von dem Material her fantastisch zu verbauen. Also letztlich haben wir ein Kameramodul und ein kleines Display. Und das ist auch klein, dezent, lässt sich in jeder Position verbauen dabei. Mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Ja. Also kleines Display, wo die ganzen Programme, Verkehrsschilderkennung hat das System, das ist relativ neu seit anderthalb Jahren, wo mir das auch die wichtigsten Verkehrsschilder, gerade Geschwindigkeit, Überholverbote, Treppenschilder, auch diese Autobahnbrückenschilder werden. Ja. Sie haben ein bisschen windig gerade hier, ne? Werden angezeigt dabei. Also es ist klein und dezent, also letztlich, was der Kunde anschließend oder Sie auch später fürs Geld sehen, ist das kleine Display dabei. Es ist alles sehr unauffällig. Ja. Sowohl das Display ist unauffällig, wie auch die Technik nachher. Also das System lässt Sie weitgehend in Ruhe und wenn es dann irgendwie klingelt, schellt oder was vom System, dann ist auch ein Grund, da aufmerksam zu sein. Und das bedeutet aber auch, dass das ein guter, jedes Fahrzeug, aber auch jedes Wohnmobil einbauen kann. Also ich habe jetzt hier einen Bürstner, ne? Genau. Fiat Ducato, unabhängig auch davon. Ne? Ja, ich sag mal meistens schon. Also es geht so ab 2001 los, wo die Autos alle nachrüstbar sind. Also da gibt es eigentlich so gut wie keine Einschränkung. Und davor ist dann schon mal, das hatten wir auch mal so Weltreisemobile auf alter MAN-Basis von 1900 irgendwas. Aber das sind die Ausnahmen. Ja. Kriegen wir auch hin, ist der Aufwand höher. Aber sonst ist das völlig unproblematisch. Super, ne? Also für alle geeignet. Genau, ne? Vom Einbau her, da ist wirklich nicht viel drauf, plus minus Masse. Und der CAN-Bus wird über einen Adapter abgegriffen, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja. Also auch technisch sind es jetzt nicht so die Wahnsinn. Ich denke, wenn das verbaut ist, versuchen wir das auch mal live uns anzuschauen, damit wir mal sehen, was angezeigt wird. Ne? Mhm. Ja, super. Das sind eigentlich schon die Komponenten. Mehr ist es dann gar nicht. Ne? Nee, mehr ist es also bis auf den Einbau natürlich. Ja, kommt jetzt noch ein bisschen CAN-Bus-Adapter und eine fahrzeugspezifische Lösung halt dazu, aber das ist nicht viel. Und also von uns aus jetzt, wir montieren es halt, wie gesagt, auch bundesweit. Okay. Oft ist es einfach umständlich, zu uns in die Firma zu kommen, ne? Gerade mit großen Wohnmobilen oder sowas in der Art. Wir machen es bundesweit, weil nachher sowieso außen eingemessen wird. Werden muss von den Lichtverhältnissen bessern und da ist es also nirgendwo irgendwo ein Problem, weder wetterabhängig noch ortabhängig, das funktioniert immer super. Ganz prima. Und so ist das Sie sind jetzt zu mir nach Hause gekommen, das ist natürlich sehr komfortabel für mich, aber das ist ein Angebot, was Sie für Ihre Kunden insgesamt machen, bundesweit dann Installationen zu machen. Ja. Wenn wir bei dem Thema schon sind, ne, reden wir auch über Geld. Was kostet das System mit Einbau? Also wir haben, da ist jeder Händler natürlich frei, wir kalkuliert dabei. Also wir sind nicht Mobileye und für unsere Dienstleistung, also wir nehmen 949 Euro für die Standardversion. Das heißt also ganz normal Kameramodul komplett fertig verbaut, betriebsbereit eingebaut. Und was ich immer empfehle, nicht um den Preis da hochzusetzen, ein Vibrationsmodul unter die Lenksäule verbauen. Mhm. Das hat den Vorteil, das System erkennt die Verkehrsschilder. Ich kann hier auch so einen Wert eingeben, wann das System anfängt, mich zu warnen bei Überschreiten der festgelegten Geschwindigkeit. Also Beispiel steht 100 Stundenkilometer, ich fahre 110, dann werde ich gewarnt. Dann leuchtet bei Mobileye nur eine
100 auf in dem Fall. Ich werde aber nicht akustisch gewahrt. Ja. Und aus diesem Grund verbauen wir ein Vibrationsmodul. Das kommt unter die, in die Lenkradverkleidung wird es reingesetzt dabei. Dann hat man dezentes Vibrieren des Lenkrades, wenn ich die Geschwindigkeit überschritten habe. Zum einen piept das nicht ewig ständig. Das nervt auf die Dauer, das ist klar. Und man wird also da immer wirkungsvoll informiert. Ne? Diese Lösung mit Vibrationsalarm kann man auch abschalten, an- und ausschalten. Liegt bei 1049 Euro. Und die Preise sind dann immer inklusive Mehrwertsteuer, inklusive Kennbus-Adapter, Anfahrt, Abfahrt, alles, was dazu gehört. Okay, und ja, Gewährleistungen sind auch wie bei jedem Produkt 2 Jahre. Wir geben auf unsere Montage natürlich auch die 2 Jahre Gewährleistung, die der Kunde hat. Und also wie ich finde, ein fairer Problem Preis, dabei, ne, wenn man sich anschaut, wenn man sich die teuren Fahrzeuge, Audi, BMW, Mercedes anschaut, was sie für ihre Fahrassistenzsysteme im Zubehör letztlich als optional mit anbieten, wie teuer die sind. Ne? Und hier das nachzurüsten, gerade bei einem Fahrzeug, was dann auch lange Bremswege hat, schwer ist, wo Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, finde ich eine wirklich spannende Geschichte. Ne? Und ich denke, für unsere Zuschauer hier auf dem Kanal sicher auch. Ne? Also oft ist das schwierig, einen Preis natürlich da zu beschreiben dabei, gerade weil man so wenig an Hardware hat. Ja, klar. Aber eine Notbremsung und da weiß man, wofür man es ausgegeben hat. Also jetzt nicht schöne Worte zu finden, aber das ist gerade immer Stauende und so, das ist immer schlecht, weg auf der rechten Spur, immer gefährlich und die Angst, einen LKW hinter sich zu haben dabei und das ist wirklich, gerade das entspannte Fahren. Also man ist super entspannt nachher beim Fahren dabei, verlässt sich vielleicht schon viel zu sehr auf diese Systeme dabei, aber das ist wirklich eine feine Sache halt da. Ne? Okay. Ich denke, dann machen wir uns, sich an den Einbau. Ne? Ich schaue nur gespannt zu. Na klar. Und wir sehen uns gleich im Fahrzeug, gucken uns vielleicht 2, 3 Kleinigkeiten an. Ja. Und dann testen wir es vielleicht nachher nochmal live ein bisschen aus. Gerne, ne? Okay. Okay. So, Herr Lipinski, Sie sind jetzt schon am Schrauben. Da wird jetzt gerade die Kamera vorne an die Windschutzscheibe gebracht. Ne? Die Kamera ist positioniert und verklebt worden. Die wird jetzt eben noch festgeschraubt. Herr Lipinski, hier ist schon ein bisschen was offen jetzt an der Elektronik. Was passiert jetzt? Jetzt passiert also eigentlich nur erstmal die Kabeldurchführung, ne, dass wir die zentral hier irgendwo zusammenbringen. Wir sichern das nachher auch am Sicherungskasten ab und verlegen die Kabel halt ordentlich alle zu einem Punkt hin, damit das anschließend auch vernünftig funktioniert. Interessant oder so die Lösung, wie halt montiert wird dabei, ne, das sind die Informationen, die wir vom Kennboss abrufen müssen, also vom digitalen Fahrzeug oder von den digitalen Werte des Fahrzeugs auslesen können. Das ist ganz unterschiedlich je nach Fahrzeug. Hier bei Fiat gehen wir also auch hier über den OBD-Stecker, weil da der passende Kennboss drauf ist. Ne? Also passender Kennboss heißt, ich brauche ein Speed-Signal, wie schnell das Auto fährt, Blinker, Bremsinformationen, wann der Scheibenwischer angeht, wie die Lichtschaltung ist zurzeit. Und dann ist halt immer die Frage, wie man es abgreift. Wir greifen das, wenn es möglich ist, ist fast immer möglich, über Kennboss-Adapter ab. Die klicken sich einfach nur auf diese doppelpaarige Kennboss-Leitung auf. Dazu muss also das Kabel nicht beschädigt werden. Das ist immer so eine Geschichte, dass man da mit der Fahrzeugelektronik nicht in Kontakt kommt und da also auch keine Reklamationsanlass gibt, dass der Autohersteller irgendwo sich dagegen wehren könnte, dass da was nachgerüstet ist. Ne? Das ist eigentlich eine prima Sache, funktioniert einwandfrei und Sie als Kunde und wir als Händler sind da komplett außen vor und packen das Fahrzeug also von der Seite her überhaupt nicht an. Und ja, das ist halt immer auch sicherlich so ein Qualitätsunterschied, ob man die Kabel einfach drauf legt oder ob man solche technischen Spielereien dazu anschließt. Jetzt bin ich bei der Installation vom Vibrationsmodul. Das sitzt auf der Führung der Lenksäule, also es bleibt frei von der Bewegung der Lenkung und gibt dann hier die Vibration an das Lenkrad weiter. Das heißt, Sie haben das aber angedeutet, ne, die Parameter kann man letztlich bei der Installation einstellen, auf Wunsch des Kunden dann. Ganz genau. Ne? Also der Kunde gibt wirklich vor oder wir bauen immer Standard ein. Das heißt, es ist alles freigeschaltet. Die Maximalwerte, die man später regulieren kann am Display, sind frei. Jetzt muss es eingemessen, also dieses Kalibrieren gemacht werden dabei. Da verwenden wir hier so eine Messtafel.
Die Daten werden jetzt vom Fahrzeug abgenommen, dann ein Computerprogramm eingegeben und der Rest geht eigentlich automatisch. So, jetzt starten langsam die Kalibrierung und ja. Was wird da gemacht genau? Das dauert jetzt ein bisschen, der macht gerade ein neues Firmware-Update, auch das geht immer automatisch beim neuen System, dass der letzte Softwarestand dann nochmal überprüft wird. Wer auch später sicherlich wieder aufrüstbar ist, die Software, wenn sich da was ändern sollte. Ne? Also wir kalibrieren jetzt das System, wie gesagt, mit Hilfe dieser Messtafel dabei. Das geht aber so halbautomatisch. Ich gebe jetzt Fahrzeugwerte ein. Dann übernimmt Mobileye die Daten, die ohnehin für das Fahrzeug jetzt bekannt sind. So, wir machen jetzt mal glatt eine kleine Live-Demo. Es ist jetzt alles fertig installiert und wir sind jetzt gerade hier am Ortseingang von einer kleinen Stadt. Und der letzte Wert, der hier von der Beschilderung eingefangen worden ist, war der 30er-Zone. Die hat er jetzt noch im Display. Und wir schauen jetzt einfach mal, was so passiert. Es fängt an zu vibrieren hier bei mir am Lenkrad. Ich bin mal gerade über 30 gefahren. Wir hatten jetzt hier eingestellt 10 Kilometer über der Begrenzung. Und ich war jetzt gerade knapp 45 unterwegs. Und deswegen blinkt er hier auch noch mit den 30 und hat einen kurzen Vibrationsalarm über das Lenkrad abgegeben. Also das hat schon super funktioniert. Jetzt wieder den Abstand hier, jetzt kommt er wieder in den roten Bereich, 1,2 Sekunden. Ja, auch das System ist so eingestellt, also Spurassistent funktioniert erst ab 65. Wenn Sie blinken, kriegen Sie keine Fehlermeldung, wenn Sie über die Linie fahren, und wenn Sie nicht blinken, dann meldet sich das Gerät zu Wort. Genauso ist die Bremse mit aktiviert. Wenn Sie also auf der Bremse stehen, dann kriegt er auch mit, dass die Bremsen bereit sind, und nimmt die Warnmeldung zurück. Das war jetzt die Warnmeldung, weil ich zu nah an dem Vordermann dran war. Wenn ich jetzt hier rechts auf die Spur fahre, würde er es erkennen? Ja, hat er auch gerade schon angezeigt. Ne? Genau, dann ist jetzt auf Linie programmiert, also wenn Sie mit den Rädern auf der Linie sind, kriegen Sie die Fehler oder die Warnmeldung dabei. Bei 0,8 Sekunden fährt man schon in die Punkte. Ne? Dann ist schon der erste Punkt fällig, und wenn man das wirklich provoziert, sieht man, wie weit das vom eigenen Gefühl noch weg ist. Aber komm, dann provozieren wir das einfach gerade noch mal ein bisschen. Ne? Wo es schon teuer wird. Ja, ne? Okay, 1,2, 1,0, viel zu nah dran. Ja, und dann ist schon genau der Punkt jetzt. Ich muss ehrlich sagen, so fahre ich normalerweise. Ne? Ja. Das werden wir jetzt mal gerade ändern, denn das ist in der Tat, ne? Das ist ein super Hinweis. Ne? Ja, es ist nicht nur Knolle, sondern Punkt schon. Ne? Das ist also ganz schon gefährlich, interessant. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Sollten Sie 0,4 schaffen, wie gerade, ja, sind das 2 Punkte und der Führerschein ist 3 Monate oder 1 Monat weg. Ich weiß es nicht. Ja, Glückwunsch. Ne? Also da, mal gucken, ob ich das veröffentliche. Ja, das war schon kritisch, genau. Ne? Das war eine kritische Situation, genau das. Der vor uns bremst relativ früh und bummelt dann und man kriegt das selber zu spät mit. Das war also ganz genau die Situation. Und ich habe tatsächlich jetzt im Moment nicht aufgepasst. Ne? Ja. Also das war schon jetzt durch das Warnsignal mal ein richtiger Live-Test. Ne? Also das ist wirklich dann immer das Geld wert, gerade zur Situation. Ne? So, das war's für heute bei GI Womo News. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es interessiert euch. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Internetadresse eingeblendet. Und wenn euch der Mobileye und das System interessiert, nehmt gerne Kontakt auf mit dem Herrn Lipinski und seiner Firma. Und ich kann es nur empfehlen, was wir jetzt gesehen haben, schon auf den ersten Metern mit der Abstandserkennung, mit der Linienerkennung, mit der Geschwindigkeitsmessung, all das. Kann eine große Hilfe sein. Am Ende dient es der vorsichtigeren Fahrt und der Vermeidung von Gefahren. Und das ist das Entscheidende dabei. Also, in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei weiteren Videos auf GI Womo News. Tschüss!